Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 20 von Shapes.io. Ja, wir müssen jetzt hier diese 8 Sekunden schaffen. Der Mordrak hat mir da einen Tipp gegeben. Ich nenne es Cheaten. Er nennt es eine Mechanik des Spiels zu nutzen oder sowas. Okay, dann werden wir gucken, dass wir hier zwei Bänder reinkriegen, die hier unten getrennt sind, wie wir hier sehen. Und dann werden wir gucken, dass wir zwei Bänder volllaufen lassen, dann anschließen und dann sollten die 8 Sekunden schnell gehen. Das machen wir alles gleich nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken. Wir bauen uns ein zweites Förderband dahin. Machen wir mal so. Und vielleicht noch ein bisschen höher, oder? Ja, dann nehmen wir das dann noch mit. Gehen dann hier doppelt. Den drehen, den ansetzen. So, jetzt machen wir auf zwei Förderbänder voll. Trennen dieses Mal gerade einmal auf. Warten, bis alles vollgelaufen ist. Ich hoffe, das Stück reicht so. Werden wir dann sehen. Wir haben jetzt 1,7 die Sekunde und schließen jetzt schnell an. Und hoffen, dass das jetzt hier so hoch läuft, dass es dann diese 8 Sekunden gibt, oder? Sieht aber irgendwie nicht so aus, oder? Doch, hat geklappt. Okay, da haben wir den Level 15 abgeschlossen. Du hast das Lager freigeschaltet. Es erlaubt dir, Gegenstände bis zu einem bestimmten Kapazität zu speichern. Es priorisiert den linken Ausgang, also kannst du es auch als Überlauftor benutzen. Das heißt, die laufen da alle rein, bleiben hier drinnen stecken. Ich nehme den raus. Ja, wenn zu viele sind, wird hier gespeichert. Okay, dann ist nicht ein Band voll, sondern vielleicht dieser Speicher voll. Keine Ahnung. Sehen wir dann. So, jetzt haben wir hier aber allerdings einen schönen Stern, der mit einem gelben Kreis ist und einem weißen Stern. Ich glaube, der ist mit 6000 Stücken erstmal später dran. Obwohl, wenn ich jetzt sehe, hier liegt schon so ein Teil drauf. Der weiße Kreis in der Mitte fehlt dann nur, ne? Wo kommen die weg? Hier unten kommen die weg. Das heißt, die werden hier schon mal irgendwo gebaut. Okay, dann müssen wir schauen, dass wir den weißen Kreis dann auch drauf kriegen. Aber das machen wir jetzt nicht sofort, sondern wir gucken einmal hier in die Sterne-Geschichte rein. Und das wäre hier auch nochmal, oder was? Stufe 5. Aber wir sind erstmal hier bei Stufe 4. Und da sollten wir dann diese weiter priorisieren. Ich denke mal, wir machen jetzt den weißen Kreis mit dieser blauen Windmühle oder was es auch immer ist drauf. Ja, da unten, das sind drei Teile. Das ist, also diese beiden werden wir als erstes machen. Und ich denke mal, der weiße ist sogar, also der für den Extraktor ist leichter zu bauen, wie der für Schneiden, Rotieren und Stapler. Machen wir den weißen Kreis und diese Windmühlen. Hier unten kommt diese Windmühle ja schon mal in Rot an, ne? Gibt es die dann irgendwo fertig hier unten? Die bauen wir selber, ne? Ja, da kommen halbe Teile an. Okay, und die kommen hier weg. Das bedeutet, hier müssen wir das gleiche nochmal machen. Und das Ganze dann in Blau. Blau wird es ja wohl auch hier irgendwo geben. Ja, da unten ist auf jeden Fall Blau. Hier sind auch Kreise. Dann können wir das alles machen. Also ich würde jetzt mal die Windmühlen erstmal bauen. Dafür brauchen wir dieses Teil, drehen das. Und machen das mal so. Und so, wieder oben auch, gehen dann ein Stück raus mal, so, und dann müssen wir diese Maschinen haben, die hier stehen, aber Fließbänder sind nicht voll. Steuerung, kopieren, macht man so, okay, das heißt, wir müssen das jetzt einmal haben, ne? Kopieren, Steuerung, ne, nur C, ja. 220 kostet uns das Ding. Und dann müssen wir das hier drehen. Rotate. Und schließen das einfach da an, oder? Dann läuft's. Machen das gleiche hier nochmal. Und schließen das hier an. So, dann kommt unsere Windmühle schon mal voran. Und wir haben nur noch halbe Teile. So, was haben wir dann noch gebaut? Hier sind zwei Drehdinger. Der ist hier. Die müssen wir drehen.
Ja, ist ja, glaube ich, egal, wo wir den bauen. Oder da spielt keine Rolle, ne? So, dann kommt der nach da. Jetzt müssen wir gerade nur gucken. Da haben wir so eine schicke Maschine auch gebaut, die das dann zusammenfügt. Die müssen wir dann auch kopieren. Steuerung. So. Die kommt dann hier hin. C. Ja, einfach dahin pappen, oder? Die läuft dann durch das rote Ding da. Vielleicht nicht so dolle, oder? Hier wäre Platz dafür, das richtig zu bauen. Ja, komm, bauen wir dahin. Und bringen diesen da unten hin und den dahin. So, dann kriegen wir schon mal die Windmühle zusammengebaut, oder? Windmühle ist in dem Sinne schon dann fertig. Jetzt brauchen wir einen Färber in Blau. Wo ist denn? Ach, hier ist die Färbemaschine her. Ja, bin ich schon dran vorbeigefahren. Wiederum Steuerung drücken. Okay, das war falsch. Ich hätte erst abwählen müssen. Und jetzt Steuerung drücken, ne? Und dann kopieren wir das Ganze und bringen das hier unten hin. Wo war unsere Maschine? Hier. Ja. Und da kommen unsere Teile raus. Oben kommt die Farbe dran, das heißt, es muss rein theoretisch so rum. Ja, ich mach's aber mal hier hin. So, dann schließen wir die Windmühlen hier unten an. Oh, so, jetzt haben wir es richtig. So, jetzt müssen wir nur Blau haben. Blau ist hier unten. Brauchen wir die. So. Machen wir erstmal 5. Bauen hier einen Tunnel irgendwo hin. Und dann schließen wir den da an. Schließen den hier an. So, jetzt sollten die blau werden. Die blauen Teile kommen schon. Band ist voll. So, und dann kommen die blauen Windmühlen raus. Das ist gut. Hier unten ist tatsächlich ein Kreis. Jetzt brauchen wir nur bunte Farben dann dafür, ne? Warte mal, Rot und Grün zusammen gibt Gelb und dann Gelb und Blau eher passt. Das heißt, hier muss eine Maschine hin, die die Farbe macht. Wo ist Farbe? Farbmischmaschine brauchen wir. Ne, das ist ja hier einfarbig, also ist das hier nicht so. Die müssen wir woanders wegkommen, die Farbmischmaschine. Hier oben war eine, glaube ich, oder? Hier muss doch eine, das muss doch eine sein, ne? Ja. Die läuft aber nicht gut. Dann nehme ich lieber die da oben. Die war besser. Glaube ich. Wo ist unser Hub? Da ist unser Hub. Das heißt, hier ist die Farbmischmaschine. Die lief doch hier ganz gut, oder? Auf jeden Fall. Ne, das ist gar nicht die Farbmischmaschine. Oder? Nee. Das ist die Farbmischmaschine. Nee, das war gar nicht dann da. Ist hier eine Farbmischmaschine? Nee. Hier ist eine, die macht weiß. Dann kopieren wir die doch, oder? Steuerung und kopieren. Zwei Eingänge. Ein Ausgang. Copy 1000. Aber wir haben 22.000. Das sollte uns also reichen. Jetzt muss ich nur wissen, wo ich hin muss. Das war ziemlich weit unten links, oder?
noch weiter unten. Hier ist nicht fertig, das heißt, hier muss es sein. Drehen wir das Ganze. Ich glaube, so ist richtig rum, ne? Da laufen die zwei Farben rein, ja. So, das bedeutet, wir brauchen Rot und Grün. Rot kommt von da oben, Grün kommt von da. Kommt dann da rein, passt. Und wenn dann die Farbe fertig ist, kommt die nächste Farbe rein, die dann hier ist. Sollte so gehen, oder? Ja, machen wir. So, das bedeutet jetzt das hier. Holen wir von da oben. Ich hoffe, das passt so. Geht der Tunnel durch beide Linien? Ja, zum Glück. Dann müssen wir den Tunnel dahin anschließen. Ist das so richtig? Ja. Und dann brauchen wir die grüne Farbe, die hier hinter ist. Da brauchen wir wieder den und holen die von hier. Ist das richtig rum? Ja. Und der muss dann von da nach da. Da kommen jetzt gar keine Teile an, oder wie sehe ich das? Ah, das Band läuft falsch rum. Jetzt passt's. So, dann kommen die da an. Dann werden wir die dahin bauen. Und die fünf bauen wir da an. Den daher. Und dann kriegen wir weiße Farbe. Sollte auf jeden Fall so sein, ne? Da kommt sie auch schon. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier unsere Kreise. Und die Kreise müssen wir dann. Also die Formen müssen dann bunt werden. Das ist diese Maschine da oben, die wir dann da wieder kopieren müssen. Und die fängt hier an, oder? Ja, sieht so gut aus. Kopieren wir für 880. Und das kommt dann hier so hin. Und ja, passt, denke ich. Der kommt da angeschlossen, ne? Ja. Und die Kreise kommen dann mit Tunnel von da. Und die nehmen wir da ab. Passt so. Und dann drehen wir das noch um und machen das so. So, jetzt sollten da weiße Kreise rauskommen, richtig? Ja. So, jetzt haben wir hier oben den Stern und da unten die weißen Kreise. Die müssen wir jetzt nur verbinden. Die blaue Windmühle muss drauf. Das heißt, ja, wir werden sie wieder austesten müssen. Wir brauchen aber erstmal die Vorlage. Dafür ist das hier eine. Nein, das ist keine. Wie bauen wir die übereinander? War das hier eine Maschine zum Übereinanderbauen? Ja. So, der obere kommt links rein, der untere kommt rechts rein. Wir kopieren diese Maschine einfach erstmal. Ne, warte mal, das ist falsch. Wir müssen von da bis nach da kopieren und bis nach da runter. Kopieren, 460 kostet der Spaß. Also der linke Eingang der Maschine, nee, der rechte Eingang ist der untere. Das heißt, für uns ist der weiße. Der weiße ist das und der ist ich glaube, können wir drehen, dann nach oben setzen.
Wie war denn der Bauplan jetzt? Weiß unten. Das bedeutet so. Aber ich muss da mit dem noch hin. Also besser. Ja. So. So, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, dann war der so. Und der ist so. Kommt dann da dran. Und die fertigen Teile kommen von hier irgendwo. Da sind sie. Und kriegen wir jetzt von da nach da angeschlossen. So, jetzt sollten die weißen Kreise da oben drauf kommen. Ne, drunter bleiben. Die Windmühlendinger drauf. Sehen so aus, ne? So müssen die sein, oder? Ja, genau richtig gebaut. Sehr gut. So, und dann müssen wir da noch irgendwo ins Hub rein. Wo ist der Hub? Da oben. Da ist auch noch tatsächlich eine Linie frei. Da ist sie. Das bedeutet hier einen Tunnel bauen. Von da nach da gerade gebastelt. Ja. Wo ist das Ende da? Kann man das auch von hier aus machen? Nee, ne? Wo ist meine Maschine da? Das heißt, ich muss die ganze Zeit daneben herfahren. Und jetzt müsste ich schon das Ende hier irgendwo haben. Da unten ist es tatsächlich schon. Sehr schön. Machen wir so. Und dann machen wir nicht so rum, sondern so rum. So, jetzt fahren die Teile da rein. So, und warten wir, bis sie kommen. Aber die kommen dann hier hin, ne? Gucken wir, wann der erste da erscheint. Dann haben wir erstmal alles richtig gemacht, glaube ich. Da kommen sie. Zack, und jetzt laufen sie hier los. Gut, haben wir geschafft. Wunderbar. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch erst reichen. Band ist sogar voll. Wow, sehr gut. Haben wir also alles richtig gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal da seid. Und hier ist nicht mehr das Band voll. Ja. Dann müssen wir gucken, wie das weitergeht. Okay, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ja, irgendwo passt es dann nicht hier, ne? Aber die Bänder hier sind voll. Das heißt, diese hier sind zu wenig. Machen wir nächstes Mal, ne? Bis dann. Ciao.